I am Khmer Arano, rightful heir to the throne of my people. But I was betrayed. My kingdom brought low by the rule of a tyrant. Der Erfinder von Battletech kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Was Jordan Weissman 1984 als Tabletop anfing, bringt er jetzt mit dem runden Strategiespiel Battletech zu Ende. Entwickler Harebrained Schemes hat bereits Erfahrung mit Rundenstrategie. Die Shadowrun-Trilogie hat vor allem bewiesen, dass sie hervorragende Geschichten erzählen können. Gilt das auch für Battletech? Das klären wir im Test. And deliver justice upon my enemies. To fight for honor. No matter what the stories say. Die Story zu Battletech möchten wir so gut wie gar nicht ansprechen, um jegliche Spoiler zu vermeiden. Denn die Geschichte, die sich mit vielen Wendungen und Überraschungen über 50 Stunden hinzieht, ist geradezu filmreif und wir wollen euch auf keinen Fall den Spaß verderben. Zur Ausgangssituation nur so viel. Als wir gerade Lady Arano zur Krönung als Herrscherin über die Oregon Reach begleiten wollen, wird sie von ihrem Onkel verraten und wir befinden uns ab sofort im Überlebenskampf. About the Star League, a golden age of prosperity, upheld by the great mech warriors of old. Die Kampagne wird in gemalten Zwischensequenzen und in Gesprächen erzählt. Letztere laufen in Textfenstern ab. Die Geschichte ist hervorragend geschrieben und die Charaktere erwachen Stück für Stück zum Leben. Schon bald fiebern wir jeder Story-Mission entgegen. Doch nicht nur die Hauptgeschichte ist großartig. Die taktischen Mech-Gefechte unterfüttern die Story bestens. Wenn wir nicht gerade eine Story-Mission spielen, nehmen wir dafür Aufträge auf verschiedenen Planeten an, die wir über die Star-Map anfliegen. Die Schwierigkeitsstufe und die klimatischen Bedingungen werden uns angezeigt, ebenso wie unsere Belohnung. Wir können darüber verhandeln, ob wir eher auf Geld aus sind, um unsere MechWarrior-Kompanie bezahlen zu können, oder ob wir lieber mehr Möglichkeiten zur Wiederverwertung von Schrott haben wollen. Dann stellen wir unsere Lanze zusammen. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von 4 MechWarriors, die wir in unterschiedliche Mechs setzen können. Leichte Mechs eignen sich beispielsweise gut als Scouts, während schwere Mechs für heftiges Ausstehen gedacht sind. Sind wir an unserem Einsatzort angekommen und haben Feindkontakt, beginnt der rundenbasierte Kampf. Wir ziehen unsere Mechs in Position und legen ihre Blickrichtung fest. Die Sichtlinien sind gut sichtbar. Eine gerade rote Linie zeigt freie Schussbahn an. Dann feuern wir auf den Gegner, müssen dabei aber die Präzision unserer Waffen und deren Hitzeentwicklung berücksichtigen. Um ein Abschalten des Mechs durch zu viel Hitze zu verhindern, können wir einzelne Waffen abwählen. Mit Hilfe von Moralfähigkeiten visieren wir einzelne Körperteile eines Mechs direkt an. Arme, Beine, Torso und Kopf können wir angreifen und bei genug Schaden oder kritischen Treffern auch zerstören. Engaging Target. Ein Mech ohne Arm verliert seine dran angebrachten Waffen. Sehr praktisch, wenn seine stärkste Bewaffnung damit flöten geht. Aber nicht nur durch reinen Körperteilschaden können wir gegnerische Mechs ausschalten. Mechs haben auch ein Stabilitätsrating. Angriffe beeinflussen die Stabilität. Ist eine Grenze erreicht, wird der Mech instabil und kann umfallen. Der Pilot des Mechs erhält dann eine Verletzung. Hat der MechWarrior mehrere Verletzungen erlitten, kann er K.O. gehen oder sogar sterben. Wir müssen also einen gegnerischen Mech nicht unbedingt zerstören. Diese taktische Vielfalt zieht sich durch weitere Gameplay-Features. Das Klima kann sich auf unsere Mechs auswirken. Ein eisiger Planet verlangsamt unsere Mechs beispielsweise, verringert aber die Hitzeentwicklung deutlich. Auch das Gelände spielt eine Rolle. Im Wasser wird der Mech gekühlt. Von erhöhten Positionen, die wir beispielsweise durch Jetpack-Nutzung erreichen, haben wir eine erhöhte Trefferchance. Im Wald genießen wir zudem Deckungsschutz. Umso weiter wir mit einem Mech laufen, desto höher wird seine Ausweichchance. Es empfiehlt sich also durchaus, in Bewegung zu bleiben und, wann immer möglich, feindliche Mechs seitlich oder von hinten zu attackieren. Trotzdem entscheidet immer noch ein gewisser Zufallsfaktor über das Ergebnis unserer Attacken. Die entsprechenden Prozentzahlen werden uns an den Waffen oder im Falle von sogenannten Cold Shots am gegnerischen Mech angezeigt. Das kann zu sehr glücklichen Aktionen führen, kann aber auch mal nach hinten losgehen und sehr frustrieren, wenn durch einen unglücklichen kritischen Treffer unser bester Pilot den Löffel abgibt. Während die Kämpfe in den ersten 10 Stunden relativ harmlos erscheinen, zieht der Schwierigkeitsgrad irgendwann stark an. Die Kämpfe stehen dann fast immer auf Messerschneide und wir müssen sehr genau taktieren und jegliche Vorteile, die sich uns bieten, konsequent ausnutzen. Das sorgt dafür, dass die Gefechte perfekt zur spannenden Geschichte des Spiels passen und selbst eigene Geschichten erzählen, die uns noch lange im Gedächtnis bleiben. Neben den nervenaufreibenden Schlachten müssen wir unsere MechWarrior-Kompanie managen. Dazu gehört die Ausstattung unseres Schiffes, beispielsweise mit besserer medizinischer Versorgung oder zusätzlichen MechBays. In diesen MechBays konfigurieren, warten und reparieren wir unsere Metallkolosse. Hier können wir ganz unterschiedliche Waffenkonfigurationen vornehmen und sogar die Panzerung unseres Mechs einstellen. Die MechWarrior, die für uns arbeiten, entwickeln sich ebenfalls weiter.
Viele Skillbäume stehen uns zur Verfügung, aus denen wir mit verdienter Erfahrung drei Spezialfähigkeiten zuweisen können. Beispielsweise dürfen wir mit Ace Pilot erst schießen und uns dann bewegen, was unsere taktischen Möglichkeiten auf dem Schlachtfeld erheblich erweitert. Auch dieser Teil des Spiels passt sich sehr gut ins Gesamtkonzept ein und sorgt dafür, dass sich die Situation und die gesamte Handlung authentisch anfühlen. Alle Elemente des Spiels greifen sauber ineinander und liefern uns damit enorm viele Möglichkeiten, das eigene Spiel zu gestalten. Die Präsentation des Spiels ist überdurchschnittlich gelungen, auch wenn die Zwischensequenzen nur gemalt sind. Auch teilweise matschige Texturen auf dem Planeten tun dem Spielspaß kaum Abbruch. Die Karten sind vielfach detailliert und teilweise, nicht zuletzt durch Wettereffekte, schön anzusehen. Allerdings geht es hier hauptsächlich um Mechs und die sind fantastisch gelungen. Sie sind toll animiert, bewegen sich nachvollziehbar und reagieren auf Umwelteinflüsse. Treffen wir einen Mech voll, können wir die Erschütterung oder seine Vernichtung deutlich sehen. Das ist wirklich gut umgesetzt worden. Der gute Gesamteindruck des Spiels wird aber immer wieder durch Ruckler und Grafiklecks getrübt. Außerdem dauern die Ladezeiten teilweise ewig. Während die KI wirklich gelungen ist und sich nachvollziehbar und teilweise sogar intelligent verhält, haben wir aber auch erlebt, dass sie durch Hindernisse hindurchgeschossen hat. Was wir als verlässliche Deckung angesehen haben, entpuppte sich hin und wieder als Todesfalle. Davon abgesehen haben wir mit Battletech das vielleicht beste Strategierollenspiel der vergangenen Jahre gespielt. Neben der großartigen, gut 50-stündigen Kampagne gibt es zudem 12 Karten, die wir im Skirmish-Mode gegen die KI oder menschliche Spieler ausprobieren dürfen. Sowohl Umfang als auch Qualität des Spiels sind hervorragend. Strategiefans, vor allem aber Fans von Battletech, kommen hier voll auf ihre Kosten. When I shoot you, you'll take it and like it.